Ich finde, das ist ein sehr praktischer und pragmatischer Vorschlag. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die auch in der Ampel umstrittene geplante Anschubfinanzierung für Langzeitarbeitslose verteidigt. Künftig soll, wer einen Job angenommen und es geschafft hat, ein Jahr dort zu arbeiten, eine Prämie von 1.000 Euro erhalten. Der Grünen-Politiker sprach in Berlin von einem sehr praktischen und pragmatischen Vorschlag. Wenn man das Ding pragmatisch lösen will, unter den politischen Vorgaben, die wir haben im Moment, also die Vorgaben, die wir haben, dass wir nicht an die Transferentzugsrate rangehen und es einfach nicht aussitzen wollen, dann ist ein pragmatischer Vorschlag besser als gar keiner. Wir brauchen als Volkswirtschaft mehr Hände und Köpfe, die die Dinge ins Werk setzen. Von der Prämie profitieren sollen Menschen, die in Arbeit gehen, die Sozialsysteme und die Volkswirtschaft. Habeck sagte, es handle sich um einen Vorschlag aus der Arbeitswissenschaft, der erst in den Verhandlungen der Koalitionspartner und dann mit Kabinettsbeschluss gemeinsam für gut befunden worden sei. Habeck kritisierte auch die Misstöne aus den Reihen der eigenen Koalition. Also die Koalition und auch die Koalitionäre sollten sich mal fragen, ob sie dieses Spiel sich von gemeinsam gefassten Beschlüssen immer dann verabschieden, wenn es eine kritische Nachfrage gibt. Die sollte man sich lieber davor stellen.